Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute 100 Movie Bucket List. Sie steht schon wieder bereit. Und zwar geht es heute um den Film Braveheart. Ja, vorweg, alle Filme der 100 Movie Bucket List, wo ich schon Reviews gemacht habe, findet ihr hier unten in der Videobeschreibung oder hier oben in der Ecke eine Playlist, wie gesagt, wo ihr alle Reviews, die ich dazu schon gemacht habe, findet. Ja, Braveheart, ein ganz besonderer Film, habe ich mich schon sehr darauf gefreut, auf das Review hier. Ja, Braveheart war für mich immer so ein Film, galt für mich damals oder auch schon längere Zeit als einer der besten Filme überhaupt mit. Ja, also nicht, ja, es ist schwierig, den absolut besten Film zu küren, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und darum aber war bei mir immer sehr weit vorne angesehen. Ja, Film aus dem Jahre 1995, mit und von Mel Gibson, er hat hier die Hauptrolle gespielt und auch Regie geführt. Ja, Film ist auch ein richtiges Brett, also 177 Minuten, also da müsst ihr eine gewisse Sitzfleisch mitbringen, aber ich denke mal, jeder sollte diesen Film, glaube ich, gesehen haben, oder? Und falls es jemand nicht weiß oder worum es geht, führe ich das hier nochmal ganz kurz zusammen. Ja, Mel Gibson spielt hier William Wallace, den schottischen Freiheitskämpfer. Die Person gab es so wirklich, also diesen William Wallace gab es wirklich, der hier sozusagen gegen die Besetzung oder besser gesagt gegen die Krone, also gegen England kämpft, die damals halt Schottland besetzt hatten, um frei zu sein. Ja, das ist sozusagen ganz grob die Geschichte. Ich muss da, glaube ich, will jetzt gar nicht groß weiter darauf eingehen. Gleich mal kurz vorweg, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, es gab diese Figur William Wallace halt wirklich in der Geschichte. Um 1200 irgendwas war das, glaube ich, gewesen. Aber dieser Film nimmt sich da sehr viel Freiheiten. Also es ist jetzt kein Biopic oder Filmbiografie oder ein Film, der geschichtlich genau das erzählt, so wie es war. So ist es halt nicht. Also es sind teilweise zeitlich stimmende Sachen nicht überein. Manche Schlachten waren schon nach seinem Tod und also es ist sehr viel zusammengewürfelt und da sollte man halt diesen, ich sag mal, geschichtlichen Aspekt einfach weglassen. Ja, es ist ein Film, der halt diese Aussage hat, es geht halt um Freiheit, für seine Freiheit soll man einstehen, kämpfen. Ja, es geht auch persönliches Schicksal, Liebe natürlich, Drama, haben wir alles hier in diesem Film vereint, der aber auch sehr gut dargestellt ist. Man muss sagen, Mel Gibson hat ja wieder der hat wirklich sehr viele gute Filme eigentlich gemacht. Der Patriot ist eigentlich auch so ein guter Film, auch so ähnlich eigentlich. Aber wie gesagt, bleiben wir bei Braveheart, der hier filmisch halt sehr gut in Szene gesetzt ist. Auch eine, was die Schlachten angeht, eine gewisse Brutalität auch mitbringt. Diese Kämpfe mit Schwerter, Axt und so weiter, wie die sich da geprügelt haben, das war ja auch brutal. Und das wurde hier doch schon sehr deutlich in Szene gesetzt. Ja, wir haben hier wirklich großartige Schlachten, die wirklich super gefilmt wurden. Also, wie gesagt, dieser Film zieht einen einfach mit seiner Geschichte, seiner Visualisierung, alles einfach so wahnsinnig in den Bann, dass er, der ist einfach eine Wucht, so könnte man sagen. Der ist einfach eine Wucht, dieser Film, ja. Ja, auch von Mel Gibson, wie gesagt, hier super dargestellt. Film hat natürlich auch kulturell sehr viel, nach sich gezogen. Wie gesagt, diese Bemalung und so weiter haben wir auch oft in anderen Filmen. Auch diese berühmte Rede von ihm bei dieser Schlacht, wo er die vorher nochmal richtig so motiviert und so weiter. Diese Rede wurde ja auch kopiert in vielen anderen Filmen oder in der Popkultur halt oft benutzt halt. Und ja, was soll ich eigentlich groß über diesen Film sagen? Außer, dass er ein absolutes Meisterwerk ist. Wie gesagt, geschichtlich nicht korrekt ist, lasse ich hier aber mal außen vor. Es ist ein Film, wo es einfach um Freiheit geht. Ja? Und das bringt er halt einfach super rüber. 5 von 5. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist einfach ein Meisterwerk. Es ist einfach ein absoluter Topfilm, der zu Recht auch natürlich auf dieser Liste ist. Jeder sollte diesen Film einfach mal gesehen haben. Er ist auch top inszeniert, auch heute noch super. Zum Glück gab es da noch nicht so viel CGI oder noch, zum Glück war da noch kein CGI. Ich glaube, heutzutage ist sowas auch, was du heutzutage einfach nicht mehr siehst. Ja, das ist so in diesem Aufwand und dieser Inszenierung, ich glaube nicht, dass du das heute nochmal so so hinbekommen wirst oder sehen wirst, glaube ich. Ja, rubbeln wir das Bild frei, bevor ich mich hier über Kopf und Kragen rede. So, Braveheart, die Liste, es geht voran. Braveheart, hier ganz unten haben wir ihn.
Ja, da haben wir das Bild. Natürlich hier diese blaue Farbe ist hier natürlich symbolisiert. Ja, Braveheart kann man so stehen lassen. Ja. Ja, wieder ein Film weniger von der Liste. Schreibt ihr mir gerne natürlich in die Kommentare, wie ihr den Film findet. Seid ihr derselben Meinung wie ich, dass es so ein super Meisterwerk ist oder vielleicht gefällt er euch ja auch nicht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Abo da. Gebt einen Daumen nach oben. In diesem Sinne soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.